Servus! Ich zeige euch mal, wie wir Monteure vor 20 Jahren Ersatzteile suchen mussten. Dazu hatten wir hier so einen Koffer. Mit Mikrofischen. Das war allein schon immer sehr mühsam, das zu ordnen, weil es kamen ja immer logischerweise Neuerungen, neue Typen raus und die mussten ja dann erfasst werden und dann in diese Boxen geordnet werden. Und wenn wir dann jetzt ein Gerät suchten, war ja vorne die Legende, ich weiß nicht, ob man das sieht, und dann konnte man sehen, in welcher Box, unter welcher Rubrik das zu finden ist. Stand dann nochmal hier oben. Wir nehmen mal den, das ist ein Schubmaststapler. Da brauche ich ja schon die Lesebrille. Von Baujahr 79. Und das Ding ist aufgebaut wie so ein Polylux. Den kennt ihr vielleicht auch bloß nicht mehr, ihr Jüngeren. Tut mir leid. Also bloß ein Polylux vergrößert nicht. Hier ist noch eine Optik drin. Der das. Diese Mikrofische, also sozusagen vergrößert. Ich mach's mal rein. Mal sehen, ob es noch funktioniert. Oh, das Problem im Winter war natürlich das Glasbeschlag wie nicht gescheit. So. Oh je. Da war noch ein Adapter fürs Auto, für die 12 Volt Steckdose. Da war es natürlich lange nicht so hell wie jetzt. Und da musste man nun sich seine Ersatzteile raussuchen. Zum Beispiel hier mal, das ist das Antriebsrad, die 42. Ja. Ja, wo ist die? Jetzt nur bis 40. So ein Scheiß. Ich glaube, das ist ein Scheißbeispiel. Ach, da ist es doch. Da ist eine Null. Wir nehmen mal was anderes. Hier ist noch das Rad, das ist vorne das Lastrad. Das ist, glaube ich, einfacher. Die 5. 63, 13, 306. Erkennt man das überhaupt hier? Sieht man da ja nicht, ne?
Ja. Heute mit dem Computer ist das alles kein Problem mehr. Das brauche ich euch nicht zu zeigen. Aber hier, das musste man ja erstmal alles manuell abschreiben und dann am Telefon durchgeben. Und da kam es natürlich öfters zu Zahlendrehern. Ich habe das Ding mal aufgehoben. Ich zeige sie mal so. Vielleicht erkennt man das. Man muss nur die Schärfe nachstellen. So. Das ist das blöde Ding davor. Na, ich denke, man erkennt, was ich zeigen will. Das war sehr mühselig, aber es ging ja halt in der Zeit nicht anders. Wenn du großes Glück hattest, hatte der Kunde den originalen Ersatzteilkatalog in Papierform. Da waren wir alle immer sehr glücklich drüber. Wenn wir natürlich hier suchen mussten und mussten umfangreich bestellen, wie zum Beispiel der Fahrschalter. Die Nummer 2. So. Null 85, 20, 46. Die 0 wurde damals durch die 2 ersetzt. Es ist schon. Jahre her, fast 98 haben wir die ersten Laptops mit Windows 95 bekommen. Dann geht das jetzt nicht rüber. EOCZ 12,5. Ja. Und dann immer gleich in der richtigen Rubrik zu finden, das war so schön. Ist schwer zu durchschauen. Nun ja, hier hinten dran stelle ich mal ein paar Bilder aus der täglichen Arbeit von uns. Vielleicht interessiert es ja mal.